Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert und Schild. Eigentlich nur Schwert. Boah. Der Fehler ist mir beinahe schon beim letzten Mal. Oh, was haben wir denn hier noch? Hallöchen, na? Der Fehler ist mir letztens schon einmal beinahe passiert. Ich beinahe Schwert und Schild gesagt und jetzt habe ich es tatsächlich gesagt. Oh mein Gott. Ja, in der letzten Folge haben wir Route 9 erreicht. Sind mehr oder weniger auf dem Weg zu unserem 7. Arena Orden, aber wir haben ein schönes neues Rotom-Rad bekommen und damit können wir jetzt über Wasser gehen, so wie diese eine berühmte Person, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, wird schon nicht wichtig sein. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier, weiß ich nicht, von Route 1 aus bis hin zu allen anderen neuen Orten noch mal hier die ganze Welt erkunden, ne? Ich meine, da kann man ja noch alles finden, ne? Ich weiß es ja nicht. Aber ich kann gar nicht darüber. Oh. Was? Hm, da ist doch Wasser. Wie kann ich... Ah, hier. So, boom. Ha. Dann sogar... Aua. So, mit dieser Funktion können wir jetzt hier schön was Wasser. Und wir können so viele neue Sachen erkunden und so viele neue Sachen finden, hoffentlich. Nebenbei noch einige Pokémon fangen. Übrigens Pokémon. Ich habe mein Team wieder ein bisschen geändert. Ich habe jetzt hier, weiß nicht, Rion reingenommen. Das ist jetzt so zum Fangen da. Konnte halt nicht Trugschlag. Nö. Egal. Ja. Das Team werde ich jetzt nur haben, um zu fangen. Die restlichen Pokémon, die ich dabei habe, waren, glaube ich, kurz vor der Entwicklung. Und... Das heißt, wir brauchen Psychosamen. Wenn wir jetzt nicht und wird dadurch die sein Spezialfähigkeit. Okay. Also ja, ich hoffe, dass wir auch hier und da ein paar Level-Ups bekommen, ne? Ein Wasserstein. Und noch ein paar Pokédex-Einträge, ne? Diese einen Fische, die wir gerade gesehen haben, die wollen wir zum Beispiel auch noch. Die habe ich nicht. Aber das machen wir alle so im Laufe des Erkundungsprozesses dieses Pfads. Pikodaten, dich habe ich zum Beispiel noch nicht. Fangen wir dich. Und ich stehe einfach auf dem Wasser. Level 39. Dreck. Warum sind die auch hochgelevelt? Oh nee. So, Rion ist ein hohen Gesteins-Pokémon. Also, nein, danke. Das Ding wird gewone-shottet, habe ich so Gefühl. So, Dreck, so viel dazu. Okay. Ich dachte, die werden ein bisschen niedriger gelevelt. Komm schon. Aber okay. Jetzt erwarten, dass hier nicht alles so locker läuft, ne? Was ist denn da hinten? Was bist du denn? Was bist du? Barrikadax. Okay. Ah. Tschüss. Ja, natürlich. Gott. Bist du dir ein weit? Bist du eine Weiterentwicklung von Dings? Ja, hier. Top Ether. Ich auch noch nicht. Was ist das? Das ist Dingens. Das sind noch die ganzen Route 1 Pokémon. Er versucht, das Pokémon eines anderen zu stehlen, ist ein gemeiner Dieb. Wirft eine Pokémon nur auf wilde Pokémon. Psychoklänge. Er ist allein durch die ganzen TMs, ist das doch schon lohnenswert, ne? Geh weg, Mann. Aber warum müssen die Viecher Level 50 sein, ne? Da gerade was im Wasser? Ne. Ja, ich brauche ein anderes Pokémon für... Nein, ich spreche an. Für diesen Fangprozess. Wird er wohl irgendwas haben, was jetzt hier so, also nicht ein bisschen hoch gelevelt ist, ne? Tokodemaru. Weiß nicht, resistent gegen Wasser. Hat er ja schon dauernd wieder neue Pokémon gefangen. Wir sind also ein hohen Level.
Ja, komm. Du bist Elektrostahl. Wird schon klappen, komm. Versuch mal mit Tokodemaro. Tode Gemaro, was soll ich machen? Ich habe da gerade so eine kleine Insel oder so gesehen. So, jetzt sind wir wieder hier. Gut, mehr. Hallo, danke. So, Piku da. Ich würde echt begrüßen, wenn die nicht irgendwie Level 40 oder so sind. Boah. Elektro-Pizza. Das Ziel schreckt eventuell zurück. So, komm, paralysier bitte. Er macht das kalt. Natürlich macht er viel kalt. Aber ist ja egal, wir haben ja Pokémon zu trainieren in unserem Team. Wir müssen nur ein Level abkriegen, dann sind sie schon sich am entwickeln. Ich habe nicht mein Story-Team jetzt hier gerade. Wenn ich hier am Überleveln bin oder so. So, komm, du. Funkensprung war stärker als die andere Attacke. Ne. Boah. Adlerkette. Ding. So, jetzt nicht fünfmal treffen, bitte. Ja, was soll's. Mein Glück treffe ich jetzt gleich fünfmal. Ich hätte dem Ding irgendwie Donnerwelle beibringen sollen. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, ne? Na komm. Boom. So. Weiß auch nicht, ist das ein Pokémon aus der 8. Generation? Keine Ahnung, Fritzeblitz wird sich entwickeln nach diesem Part. Nach diesem Kampf. Haha! Hat sogar Vorrang. Fritzeblitz. Er entwickelt sich zu Voltensor. Da ist ein Muskel mit Elektrizität stimuliert. Entschuldigung, kann es sich selbst schnell bewegen. Auch Muskelkater hält es sofort mit Strom. Ja, den kommt mir aber bekannt vor. Sein spitz zulaufender Kiefer ist ein ganzer Stolz. Er blickt so etwas, dass sich es nur ein bisschen bewegt, setzt es geradewegs zum Stoßangriff an. Also ist voll nicht. Voll nervtötend. So. Ich hatte noch eins, glaube ich, ne? Ja. Blursi. Also ich vorhin so ein creepy Bär irgendwie verwandelt. So, und du, was? Elektrosamen. Wo ich dir näher? So, erst einmal, du tust jetzt mal links lernen. Wie ist es? Donnerwelle. Donnerwelle. So, dürfte er fangen, ein bisschen einfacher machen. Ich habe das auch einzige Pokémon jetzt hier rumgelaufen ist, ne? Dieser Vogel, Fisch, Vögel und Fische ist genau das gleiche. Oder ist ein Kamal? AP top. Da war glaube ich ein Bärenbaum, ne? Ne. Oh, hier liegt was. Geh weg! Ich werde einsammeln. So, gehen wir da weg. Danke. Jetzt steckt halt ein Sonderbonbon. So, na was hier, ne? Na was hier, ne? Ja. Gut, weiter. Finde ich gut, dass wir jetzt surfende Pokémon fangen können. Überhaupt bekämpfen können. Gut, ab zur nächsten Route, Stadt, was auch immer. Ich glaube, wir müssen mit der Bahn fahren, ne? Oh Gott! In ein Pokémon reingefahren. Ich weiß nicht, wie lange der Part sein wird, aber ich will schon so was erreichen. So vernünftig wenigstens so die Hälfte der Orte, aber wird glaube ich nicht möglich sein. Gott.
Okay. So, hier hinter war, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Oder müsste ich in der Naturzone wahrscheinlich hier ein bisschen rumeiern, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da laufen nur irgendwie voll starke Pokémon rum. So, Route 2. Das heißt Engine City wäre nächste. Ich meine, da konnte man auch irgendwie mit was übers Wasser gehen an einigen Orten. Nein, nicht da rein. So, zeig mal. Wo ist nochmal dieser eine Ort? Wo er irgendwie gesagt hat, so, ja, du kannst ja erst hin, wenn du ein Champ bist und so. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal jedenfalls nach links, wenn wir fertig sind. So, hier war das. Ich meine, da konnte man irgendwie runter. Das ist voll gefährlich. Oh, no. So, kann man hier? Nö. Dreck. Okay, also mein Engine City fertig, ne? Ja, wenn euch übrigens noch ein Ort irgendwie so einfällt, wo ich was vergessen habe, bitte ruhig aufschreien. So. Dann geht's hier weiter. Ich glaube, da war aber auch nichts, ne? Ich kann mich jetzt nicht so gut erinnern. Deswegen gehen wir nochmal dahin. Da habe ich schon so ein Unrad, so ein weggerannt. Nein, geh weg. Boah, du blödes Viech. Und da voll auf mich zugerannt, ey. Ich hab keinen Bock auf dich. Togedemaru. Weißt du? Also so voll so eingedeutschte Namen, ne? Und die ganzen Pikachu-Klone, die haben immer irgendwie so auffallend japanische Namen. Togedemaru. Ah. Da lag, glaube ich, was. Ja. Aber warte mal, ist ja nicht immer so ein. Ja. Den habe ich euch auch noch nicht, ne? Es hat man Gong, ne? Ja. Donnerwelle. Ich glaube, ich kann nicht ja irgendwie die Schwächen oder so. Die einfach Bälle werfen, bis zum geht nicht mehr. Oh nein, Tackle. Oh. Ja, okay, so kann man auch schwächen, ne? Gut gemacht. So. Sind eigentlich die Weiterentwicklung von diesen einen Dingen? Von diesem Klonket? Nee, die Entwicklung von dem Teil haben wir, glaube ich, schon gesehen, ne? Ausgesogen, weil nicht. So ein Berg. Weiß ich nicht. Was? Aber das Ding ist, glaube ich, Gesteinsfeuer. Also wird das andere ja wohl auch Gesteinsfeuer sein. Und wir haben schon Feuer-Pokémon. Also scher dich weg. So, neues Pokémon. Magong. Es produziert Steinkohle in seinen Körper. Die von ihnen anfallende Kohle wurde früher in der Galarigon für tägliches Leben benutzt. Boah, ich würde mir wirklich wünschen, er würde mir sagen, in welche Box ich da reingepackt habe, weil ich bin mir irgendwie nie sicher, ob ich das schon wieder gewechselt habe, bevor ich rausgegangen bin oder so. So, da war, glaube ich, nur Dings, eine Sackgasse. Hier war, glaube ich, auch eine Sackgasse, ne? Ja, eine Sackgasse hätte uns da rausgebracht, das weiß ich noch. So. Black Noel. Bin langsam irgendwie schwierig so herauszufinden, was ich schon habe und was nicht. So. In Turffield, da waren, glaube ich, noch so Orte zum Surfen. Also ich nenne das jetzt Surfen einfach. Es ist mehr oder weniger Surfen, also. Da läuft hier noch irgendwas rum, was ich nicht habe. Also nicht. Na, links war nichts, glaube ich. Ja, hat verloren. So, hier weiß ich aber, war irgendwas da. Sehr schön. Boah. Oh. Solarstrahl.
Ich liebe es, diese ganzen TMs zu sammeln. Das ist irgendwie viel besser als damals. Weil ich habe gerne immer TMs eingesetzt, aber ich bin mal so eine Person, weil nicht nach, weil nicht ein paar Spiele schon geräuscht hat, schon irgendwie, und ja, dann fühlt sich nur schlecht und ja. Okay. Ja, irgendwie so Special Encounters oder irgendwie so was. Wieso immer auf der Karte auftauchen oder was? Warum sind die so hoch gelevelt, Mann? Ich könnte theoretisch fangen. Ich habe jetzt 6 Orden, ne? Ich glaube, Level wurde auf 50 erhöht, ne? Aber trotzdem. Ja. Nein. Aber bitte habe jetzt nicht irgendwie diese eine Fähigkeit, die mich nicht vom Flüchten, ja. Am Flüchten irgendwie. Boah. Kann ich dann überhaupt ein Dings einsetzen? Hier, frisst die Puppe. So, was passiert eigentlich, wenn ich... Ja, okay, das passiert. So. Meinen wir, haben ja alles, ne? So, weiter. Ja, doch viel schneller, als ich eigentlich gedacht hätte. Wow. Wenn irgendwas direkt neben mir ist, kann ich das nicht erreichen. Das war so ein riesen Umweg. Auf jeden Fall tot sind, müssen wir extra irgendwie so ein Part machen. Ja, weil die schon so riesig ist. So, wo sind wir jetzt? Wir sind in... Ach ja, da kann man, glaube ich, auch ein bisschen surfen, oder? Da unten, da beim Hafen. Eigentlich hier nochmal. Konnte ich da überhaupt mal durch? Also, dass die, okay. Meine Ort war mal irgendwann abgesperrt oder so, keine Ahnung. Na. Okay, hier war nichts mehr, ne? Oh Gott. Oh, jetzt. Jetzt sehe ich auch, was das für ein Ding ist, ja. Mein Statuen. Also Big Tox. So heißt das Pokémon, Big Tox. So, hier kann ich nicht surfen. Wow. Oh, hat mir weh getan. Okay, ich war ja fällig. Ich weiß, dass in der Höhle hier, in Galamin 2 ist das, glaube ich. Jetzt da noch einige Orte zum Erkunden gab per Wasser. Was ist hier noch mal? Nee, brauche ich nichts. Warte mal, was ist hier? Na, Dreck. Ich dachte. So, ich weiß aber, in den Höhlen sind 1-2 Orte zum Surfen. So, habe ich hier alles. Oh Gott. Mein FMs habe ich noch nicht, ne? Habe ich dich eigentlich schon? Ich glaube, ich habe mal versucht, dich zu fangen, aber dann wurde mir zu nervig. No, ich habe dich schon, okay. Also bei dem Ding würde es irgendwie Sinn machen, wenn er Wegsperre hätte. So wie wohin genau. So, na, hier, da sind Gastrodons. Ich habe ja versucht, mal einzufangen, aber hat ja nicht so geklappt. Da ist bestimmt auch wieder Level 50, ne? Lebensschuss. Ah, jo, gelevelt bist du. Gastrodon wild erscheint. Gastrodon zahm. Gott, verdammt. War gut zu wissen, dass die Pokémon so hoch gelevelt sein können, wenn man die fängt, ey. So, man ein bisschen Training zu ersparen. So. Nein, der ist weggegangen. Oh. Oh, fand ich jetzt ein bisschen doof. So. Warte mal, was ist hier? So, ich dachte, das sah aus wie so ein Höhlenergang. Ihr Dinger, habe ich euch schon. Ich glaube, ich habe euch schon mal gefangen, ne? Das war bestimmt auch eine Entwicklung, die ich noch nicht gesehen habe. Oh, ich habe dich noch nicht.
Na, komm mal her. Donnerwelle. Warte mal. Okay. Ich hoffe, das Bogen oder so. Ah nee, das, ich weiß, das Ding, das flieht doch irgendwie, wenn das ein paar AP abgezogen bekommen hat, ne? Das hat erste, glaube ich, wenn ich versucht habe zu fangen, abgehauen. Oder davon gekommen, sein Schicksal aus dem Weg gegangen. Das Schicksal meiner Horde irgendwie beizutreten. Ach. Kann mich ruhig ein bisschen angreifen, damit du ein paar AP verlierst, ne? Keine Ahnung, irgendwie sieht Togo de Maro nicht so aus, als würde das einen wehtun, wenn du ihn angreifst. Er sieht voll rund aus. Na? Oh. Komm schon, bleib drin. Oder greif mich mal an, damit du ein paar AP verlierst. Nicht so viel, aber ein bisschen. Okay. Brio. Der greift doch gar nicht an, ne? Warum nicht? So, bleib jetzt drin, verdammt. Muss mal wieder jemand hier um die Ecke kommen, der mir alles hier kompliziert, ne? Ich fange so ein Level 40er Dingen im ersten Versuch, ne? Danke. Du Reißlaus. Da tut sich wunderbar ein anderes Wort drauf reimen, aber das sage ich jetzt natürlich nicht. Das ist ein christlicher Kanal hier. Käferwasser. Die sind natürliche Reinigungskräfte und fressen alles inklusive vergammelten Essen und Müll. In der Nähe des Nestes ist es immer sauber. Wenn wir schon mal hier sind, dann will ich auch so ein FM finden. Kann man, glaube ich, noch nicht. Na komm. Was soll's? Hier sind, glaube ich, noch ein paar. Okay. Dann nehme ich. Na, nochmal. No, hier war, glaube ich, kein Wasser. Jetzt mal wieder ein Engine City, ne? Ich habe gesehen. Ich habe auch gesehen, aber ich habe keinen Bock jetzt gehabt. So, müssen wir in das nächste sehen. So, wir sind jetzt so gegangen, ne? So. Ach ja, da muss man noch mal über die Naturzone und dann waren wir hier in Claw City. In Claw City gab es kein Wasser und links gab es, glaube ich, auch kein Wasser. In diesen Dingen, in diesen Ruinenort. Ah, da unten war schon der Eingang, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber da oben irgendwie. Boah, bin eine Laterne gefahren. Jetzt war ich einfach die Treppe hoch. Das Mädchen, für das wir den Brief abgeben mussten, ist auch weg. Ich habe so eine Vermutung, dass ein Geist war. Pokémon macht sowas hin und wieder, ne? Tun irgendwie so tote Leute irgendwie so hier reinpacken. Also mich würde das nicht wundern. So, warte mal, da unten ist Wasser. Aber da ging es nicht. Aber ging sie nicht irgendwo runter, oder? Da war Engine City. Dieser ein Ort, wo ich den einen Typ hier, das Knöpfe. Ah ja, hier, boah. Habe ich übrigens sauer in Pokémon Schild gemacht und anstatt einen sauren Apfel habe ich einen süßen Apfel bekommen. Das ist nicht interessant. Ist das nicht interessant? So, hier haben wir, glaube ich, alle Pokémon gefangen, ne? Und hier gibt es auch, glaube ich, kein Wasser, ne? Doch, da oben gab es so eine ganz kleine Wasserstelle, aber ich weiß nicht, ob da irgendwas war. Was war das denn? Oh, ein Dicktrieb.
Ich bin schon gewundert, was ist das? Ja, immer erst erkennt, was das ist. Oh Gott, ich kann das Ding nicht leben. Ja. Paralysieren meine ich. So, versuchen wir mal. Boom. Oh Gott, trifft mindestens nur dreimal. Okay, dreimal, das reicht. Das reicht. Das reicht, Toge, da machen. Nein. Oh. Warum? Na, wenigstens gehen wir noch eine Entwicklung zu sehen. Nein. Kiguri entwickelt sich. Genauso. Vor allem das irgendwie voll merkwürdig. Weil das sind, bevor sie sich entwickeln, zwei Pokémon mit zwei Gesichtern. Und jetzt hat nur noch eins, ne? Weil es mit dem anderen passiert. Als Knospe verhält es sich ruhig und bewegt sich kaum, während es geduldig auf Sonnenschein wartet. Sonnentag, nein. Für die andere Form ja besser, wenn das irgendwie, weil er nicht am Blühen ist. Wenn er voll Moe Gesicht bekommt. So, okay, das war's schon. Aber Dickdri haben wir ja noch nicht. So. Da ist dieser Reißlaus. Ich will das mein Team nehmen. Ich habe das Gefühl, das entwickelt sich auch irgendwann. 21, ja. Also nicht. Ein Schaden, geh weg. Nein. So. Ich habe leider keine neuen Fossilien gefunden. Also kann ich irgendwie nicht ein anderes Pokémon wieder erwecken. Zusammenbauen, glaube ich, keine Ahnung. Na verdammt, bin ich schon wieder in der Sackgasse. Ja, wirklich, was ich mir gedacht habe, hier gibt es kein Wasser. Nur schon leicht fertig hier mit der Erkundung, würde ich sagen. Unsere Ausbeute war jetzt nicht die schlechteste, ne? Wir haben hier und zwar hier ein paar TMs bekommen, ne? Ich meine, das geht doch noch eigentlich. Ja, was war das? So, hier gibt es kein Wasser, ne? Weiß nicht, wer zum Verkauf. Eine Riesenperle, hier kannst du haben. 12.000 Dollars. Aber verkaufst du schon wieder eine rissige Kanne? Ja, meinetwegen. Ich habe gerade voll Asche bekommen, also. Schon wieder ein riesiger. Ey. Nur weil ich die ganze Zeit kaufe, heißt das nicht, dass du mir jetzt die ganze Zeit andrehen kannst, okay? So, hier war, glaube ich, kein Wasser, ne? So, ne. Alles klar, dann, boah. Im Wald war, glaube ich, auch kein Wasser, ne? So, gehen wir noch hier noch gucken. Von da oben nach unten. Haben wir die Seite auch schon mal erledigt, dann können wir nächsten Mal die rechte Seite erkunden und die Naturzone, weil da ist eine Menge Wasser, da weiß ich. Da sind bestimmt eine Menge TMs noch auf dem Weg. Ja, da war nichts mehr. Gut, dann haben wir schon fast alles hier erkundet. Oh, wollte schon sagen, kannst du mit dem Fahrrad nicht die Stufen unterspringen. So, hier sind natürlich auch noch ein paar Pokémon, die wir nicht gefangen haben, ne? Ja, aber das Problem ist, ich sehe die ja nicht. Sind da in dem blöden Dings drin. Im blöden Gras. Ja, das Spiel ist eigentlich gar nicht so groß, ne? Von den Orten, die man erkunden kann, ne? Wir sind jetzt hier schon 30 Minuten. Minus. Ja, ich glaube, hier war nichts. Minus einigen Pokémon kämpfen. Also Pokémon fangen, kämpfen. Hier schon durchgerannt. Die Hälfte des Spiels. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf die letzten Orte hier noch zu erkunden, bei dem wir surfen können. Jetzt
hat eigentlich noch alles übrig? Ist eigentlich auch nicht mehr viel, ne? Wir haben schon hier alles. Wir haben jetzt. Ich meine, hier war auch nichts mehr, ne? Da sind wir auch schon. Und hier sind wir ja gerade, ne? Ist gar nicht mehr so viel zu erkunden. Aber die Naturzone, die kann man noch erkunden. Da ist noch eine Menge, das war ja. Ja, guckt mal an, wie viel Wasser hier ist. Hier zum Beispiel eine Insel. Hier ist auch so ein Gebiet abgeschnitten ist. Da können wir auch noch mal rüber. Vielleicht hier und da noch ein paar Pokémon fangen, ne? Können wir mal machen. Und ich würde sagen, das war's dann für diese Folge, ne? Ist aber euch in der nächsten Folge erwartet. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und ich sage dann, bis demnächst. Ciao, ciao.